Gott. Also ich höre mich hier gut. Ah, jetzt geht's. Ah. Ich bin begeistert. Tolles Wetter, beste Stimmung, friedliebende Menschen, so wie man schaut. Ja. Ich bin jetzt schon gespannt auf die Berichterstattung in unseren Qualitätsmedien. Ja. Denn mit der Wahrheit ist das ja immer so eine Sache, speziell in Deutschland, wo dann ja auch noch sehr viele Menschen am Long-Tagesschau-Symptom leiden. Tja, die Wahrheit, also die Wahrheit, die eine Wahrheit, die gibt's ja eigentlich gar nicht. Bitte egal, ob es um die Energiewende geht, den menschengemachten Klimawandel oder um die Corona-Nummer, je nachdem, wen man fragt und welche Fakten derjenige nicht kennt, kann die Wahrheit dann so oder so aussehen. Auch beim Thema wie der Ukraine und der Frage, ob Präsident Putin da völkerrechtswidrig einmarschiert ist. Es soll ja Leute geben, die sagen, nein, der russische Einmarsch war nicht völkerrechtswidrig, weil sich ja die Donbass-Republiken zuvor vom Zentralstaat losgesagt hatten, so wie damals das Kosovo von Serbien, hatten sich die Donbass-Republiken von der Ukraine losgesagt. Präsident Putin hat die Republiken anerkannt, mit ihnen ein Beistandsabkommen unterzeichnet und somit würde Russland sogar militärisch in der Pflicht stehen. Andere wiederum sagen, ja, natürlich ist der russische Einmarsch völkerrechtswidrig, da gibt es ja nun wirklich nichts zu diskutieren. Brutaler Angriffskrieg, klarer Bruch des Völkerrechts. So wie damals im März 1999, als die USA, Deutschland, Frankreich und 16 weitere NATO-Länder Jugoslawien bombardiert haben. Brutal und völkerrechtswidrig. Womit ich jetzt nicht den Krieg in der Ukraine mit dem Krieg in Jugoslawien gleichsetzen möchte. Nein, das nicht. Ich meine, das geht ja gar nicht. Das geht ja alleine schon deshalb nicht, weil es doch für die Aggressoren im brutalen, völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen Jugoslawien, also für die USA, Deutschland, Frankreich und all die anderen NATO-Länder, weil es doch für die damals keinerlei Sanktionen zur Folge hat. So, und was die Wahrheit im Kabarett betrifft, da entscheide ich mich als Kabarettist natürlich am bequemsten für die Wahrheit, die der sogenannte Mainstream hören will. Ja, bitte, wer damit einstimmt in das allgemeine Putin-Bashing, dem kann nichts passieren, der ist auf der richtigen Seite. Da gibt's Applaus. Aber jetzt mal angenommen, also nur mal angenommen, ich würde da nicht mitmachen und ich würde stattdessen das Putin-Bashing hinterfragen. Ich mach's natürlich nicht. Nee, ich mach's nicht. Hören Sie mal, ich bin doch nicht verrückt. Ich möchte doch nicht Gefahr laufen, dass jemand im Internet nachschaut, wo mein nächster Auftritt stattfindet, dann beim Veranstalter anruft oder beim dortigen Bürgermeister und mich da dann als Putin-Versteher oder gleich als Nazi diffamiert. Ich mach's nicht. So,
aber jetzt mal angenommen, also nur mal angenommen, ich würde es machen. Also nur mal angenommen, rein hypothetisch. Ja, ich würde es machen. Und ich würde fragen, wer denn da sonst noch mitverantwortlich für den Krieg in der Ukraine sein könnte. Und wie lange der Krieg eigentlich schon läuft, also jetzt seit über 2 Jahren oder doch schon über 10 Jahre, unbehelligt von westlicher Politik und unseren tonangebenden Medien. Ja, oder liegen die Ursachen für den Ukraine-Krieg vielleicht sogar noch länger als 10 Jahre zurück? Ich meine, alles hat auch eine Vorgeschichte. Wir sind heute auch nicht zufällig hier. Und Kinder kommen auch nicht einfach so zur Welt. Nee, da gibt es eine Vorgeschichte. Es gibt eigentlich immer eine Vorgeschichte. Ja, und die könnte da auch im Ukraine-Krieg eine Rolle spielen. Ja, zum Beispiel, dass Russland nach dem Fall der Berliner Mauer mit seinen Außengrenzen immer näher an die NATO-Länder rangerückt ist. Und bitte, ja, ich gucke gerne nach rechts. Ne? Das heißt aber nicht, dass ich mit den Linken hier nichts anfangen kann. Ich möchte den russischen Einmarsch keineswegs rechtfertigen, ja? Geschweige denn Putin in Schutz nehmen. Nein, ich stelle mir lediglich Fragen. Warum zum Beispiel ist der Westen immer der Gute und der Russe immer der Böse? Warum? Warum hat der Westen die Unabhängigkeit des Kosovo ohne Referendum angenommen, die Unabhängigkeit der Krim trotz Referendum nicht? Warum gab es keinen medialen Aufschrei, als Barack Obama völkerrechtswidrig Syrien, Libyen und den Jemen bombardiert hat? Warum ist der mediale Aufschrei ohrenbetäubend, wenn Wladimir Putin in die Ukraine einmarschiert? Ja, weil Wladimir Putin keinen Friedensnobelpreis hat? So, jetzt stellt euch doch mal vor, ich würde hier solche Sachen bringen. Ich meine, ich mache es ja nicht. Aber wenn ich es machen würde, da könnte es Probleme geben. Ja, denn neuerdings ist ja derjenige, der das Narrativ der Bundesregierung hinterfragt, der ist Volksverhetzer. Ja, 130 Strafgesetzbuch macht es möglich, Volksverhetzer. Und deshalb gilt für mich, Finger weg von Themen wie Russland und Ukraine. Nee, weil, ja. Eine. Da steht man ja bald schon mit einem Bein im Gefängnis. Und wer möchte das schon? Ich jedenfalls nicht. Und wenn ich dann doch mal wegen irgendwelcher Missverständnisse oder so abgeführt werden sollte, dann würde ich mir wünschen, so abgeführt zu werden wie Greta Thunberg in Lützerath. Problemlos fragen darf, wie lange der Krieg in der Ukraine noch läuft. Laut US-Senator Lindsey Graham kämpfen die US-Amerikaner ja bis zum letzten Ukrainer. Und deutsche Kriegsexperten wie Roderich, man muss den Krieg nach Russland tragen, Kiesewetter. Und Anton, ich wäre fast mal Landwirtschaftsminister geworden, Hofreiter. Die haben ja in einem persönlichen Brief an Joe Biden klargestellt, dass sie keinen Grund sehen, eine Verlängerung des Krieges über das Jahresende hinaus auszuschließen. Ja, dieser Krieg, bei dem die USA, ja, Zitat,
nicht aus Nächstenliebe an der Seite der Ukraine stehen, sondern aus ureigenem strategischem Interesse. Wie Kamala Harris auf dem sogenannten Friedensgipfel in der Schweiz gesagt hat, dieser Krieg, der schon wenige Wochen nach Beginn in Istanbul hätte beendet werden können, dieser Krieg soll offenbar noch möglichst lange weitergehen. So, und dann, was kommt dann? Also, erwähnt werden muss, dass diejenigen, die für den Krieg trommeln, dass man die und ihre Kinder an der Front nie sehen wird. Ja, dafür aber immer mehr Tote. Tote und noch mehr Tote. Und so, und was kommt dann nach dem professionellen Töten? Dann kommt das, was nach jedem Krieg kommt. Nach Krieg kommt Frieden. Nach Krieg kommt Frieden. Und da wäre mein Vorschlag, den Krieg einfach weglassen. Vielen Dank.